Nach etwas Reflexion bin ich zu dem Schluss gekommen, dass mein Video "Ich hatte Sex mit einer Premium Escort" problematisch ist. Die meisten von euch haben das Video gefeiert, aber es gab auch einige kritischere Kommentare und bei einigen der kritischen Kommentare dachte ich mir direkt, die haben einen Punkt. Vielleicht sollte ich ein Follow-up-Video machen, in dem ich beleuchte, inwiefern diese kritischen Kommentare recht haben. Es gibt natürlich mehrere Sachen, die man an dem Video kritisieren kann, aber das, was ich am meisten bereue, ist, dass das Video einen sehr positiven Grundton hat, obwohl das Thema Sexarbeit etwas ist, das mit sehr viel Leid verbunden ist. Durch diese positiven Grundvibes kann ich es beispielsweise nicht ausschließen, dass sich manche Zuschauer nur aufgrund dieses Videos eine Escort buchen. Aber wenn das eine hochpreisige Escort ist, dann macht die das ja freiwillig, beide Seiten sind zufrieden. So habe ich das auch für mich gerechtfertigt, als ich das Video erstellt habe. Also erstmal gibt es natürlich viele Zuschauer, die sich keine Escort in dieser Preiskategorie leisten können und sich dann vielleicht eine billigere Escort buchen, wo die Escorts den Job meistens nicht freiwillig machen und wo sie unter sehr miserablen Bedingungen arbeiten müssen. Diesen Punkt habe ich in dem Video zwar angeschnitten, aber irgendwie nur in einem Satz. Das hätte in dem Video definitiv einen größeren Raum einnehmen müssen. Bucht euch also bitte auf keinen Fall eine niedrigpreisigere Escort. Bei einer hochpreisigen Escort ist das ja dann alles kein Problem, oder? Die kann man ja dann eigentlich ohne moralische Bedenken buchen. Falsch. Ich muss hier im Nachhinein sagen, dass ich mich vor dem Ganzen viel zu wenig informiert hatte. Ich habe mir natürlich vorher ein paar Dokus zu dem Thema angeschaut, aber bei fast allen, die oben in der YouTube-Suche angezeigt werden, bleibt einem irgendwie ein positives Bild vom Escort-Business, besonders wenn es um das hochpreisigere Segment geht. Teilweise thematisieren die nicht mal richtig, was das mit einer Person macht, wenn man so viele wechselnde Geschlechtspartner hat und dass einen das emotional kaputt machen kann. Das habe ich in meinem Video immerhin besprochen. Ich will damit nicht sagen, dass mein Video besser ist als die Videos, weil die bangen immerhin keine Escort in dem Video. Jedenfalls gaben mir diese anderen Dokus und ein paar Erfahrungsberichte aus meinem Freundeskreis das Gefühl, dass es in Ordnung ist, wenn ich das Video so aufziehe. Und ich will damit nicht die Schuld auf die abwälzen, weil es ja nach wie vor meine Schuld ist, dass ich nicht tiefer in das Thema eingestiegen bin. Und es ist eben so, dass es auch bei höherpreisigeren Escorts viele gibt, die es nicht freiwillig machen. Und selbst wenn sie es freiwillig machen, tut ihnen das Ganze nicht gut und die bekommen dann häufig wegen ihrer Arbeit Depressionen. Auch wenn viele der Kunden einen sympathischen Eindruck machen, kann man sich fast sicher sein, dass irgendwann ein Kunde kommt, der einen traumatisiert, weil der beispielsweise Zwang oder Gewalt anwendet. Also meidet das Escort-Business einfach generell, mietet euch keine Escort, egal welcher Preis, und werdet auch keine Escort, nur weil ihr denkt, dass ihr da in 2 Stunden ein paar hundert Euro verdienen könnt. Kein Geld der Welt ist es wert, die psychischen Schäden zu erleiden, die so ein Job ziemlich sicher mit sich bringen wird. Ich habe auf die Schnelle versucht, für dieses Video eine Escort zu interviewen, die dann ein etwas negativeres Licht auf das ganze Thema wirft, also auch auf das hochpreisigere Escort-Segment. Und es kam da schon zu einem Telefonat mit einer Escort, die da ein etwas negativeres Bild geschildert hätte. Und das Telefonat, das war schon irgendwie sehr crazy, also die hat irgendwas von Auftragsmorden und so gesagt und die wirkte allgemein so sehr aufgeregt und durch den Wind und ich konnte irgendwie nicht einschätzen, ob das wirklich so Auftragsmorde sind, die da im Spiel sind oder ob die allgemein durch diesen Job so schon so ein bisschen psychotisch unterwegs war. Also beides nicht gut. Mal schauen, ob es da irgendwann vielleicht dieses Interview noch geben wird hier. Weil bei den meisten von euch das Video positiv ankam, folgere ich, dass euer Knowledge auf einem ähnlichen Level war wie meins. Also lasst uns gemeinsam aus meinen Fehlern lernen. Perseax hat ein Kritikvideo zu meinem Video gemacht, wo sie sich die problematischen Aspekte meines Videos genauer anschaut, als ich es jetzt hier in diesem Video mache. Ihr Video ist sehr fair und sachlich. Auf meinem Reaction-Kabal Open Mind Trompete, wo ich auf Perseax Video reagiere, gab es einen Kommentar, der meinte, dass es so wirkt, als würde ich die Kritik nicht so ernst nehmen. Keine Ahnung, warum das bei der Person in der Reaction so rüberkam. Es gab so ein paar Kleinigkeiten, wo ich dann lediglich die Frage gestellt habe, ob man diesen Punkt auch anders sehen könnte. Perseax sagt ja sogar selbst in ihrem Video, dass ich auch schon sehr einsichtig war, als wir vor ihrem Video über mein Video geschrieben haben. Es gab wenige Leute, die sowas geschrieben haben, wie dass mein Video beweisen würde, dass ich ein Frauenhasser bin. Ernsthaft? Also solche Leute werden nie Leute zum Umdenken anreden oder irgendwie Fehler einsehen lassen. Also wenn Kritik, dann bitte so sachlich bleiben wie
Persiex. Persiex und viele andere, die das Video nicht gut fanden, meinten ja auch, dass sie da von mir enttäuscht sind und nicht von mir erwartet hätten, dass ich das Video so mache. Was ja auch irgendwie ein indirektes Kompliment ist, weil sie damit ja sagen, dass sie mich schon sonst wie jemanden einschätzen, der versucht, seine Videos möglichst korrekt zu gestalten. Dieses Video ist natürlich auch nicht das erste, wo mir das nicht gelungen ist. Ich habe schon das ein oder andere Video im Nachhinein entfernt, weil ich zu dem Schluss kam, dass das Video zu viele kritische Elemente beinhaltet. Also seid weiterhin kritisch. Ich sehe meine Fehler gerne ein, wenn die Kritik gerechtfertigt ist. Bei meinem Impfpflichtvideo, das gerade ähnlich viele Dislikes hat wie mein Escort-Video, war das nicht der Fall. Da war die meiste Kritik einfach substanzlos. Direkt nach dem Upload waren da sogar viel mehr Leute von mir enttäuscht als bei dem Escort-Video. Da muss ich mich nochmal kurz loben, denn das Impfpflichtvideo ist wirklich so verdammt gut gealtert, da bereue ich meine Skepsis, was das Thema angeht, wirklich nicht. Warum habe ich jetzt nochmal das Thema umgeschwenkt? Dadurch wollte ich nochmal herausstellen, dass ich jetzt keiner bin, der direkt einknickt, nur wenn es negative Kommentare hagelt, sondern nur, wenn ich der Kritik zustimme. Hier tue ich das ohne Frage. Ganz viele haben noch vorgeschlagen, dass ich Entmenschlicht von Huschke Mau lesen soll, was das Thema sehr gut aufarbeitet scheinbar. Ich bin noch nicht dazu gekommen, aber ich leite hiermit die Empfehlung an euch weiter. Schaut auch das Video von Persiex und danach meine Reaction dazu. Da stelle ich auch nochmal Dinge klar, wie dass ich den Sex nicht gefilmt habe. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich mein Escort-Video jetzt runternehmen soll oder ob das mit diesem Video als Folgevideo passt.